ich bin angeschrieben worden per Mail, ich wäre ein sogenannter Influencer auf YouTube, was ich mal über meinen bescheidenen Abozahlen doch bestreiten würde. Auf jeden Fall würde man mir kostenlos ein Lederetui für ein iPhone zur Verfügung stellen oder irgendwas anderes, was ich mir aus dem Shop raussuchen dürfte, und ich soll dazu einen Test machen. Wahrscheinlich haben die gedacht, na, wenn ich dem gratis was schicke, dann wird er einen tollen Test machen für uns. Ja, weit gefehlt. Ich konnte mir natürlich kein Lederetui fürs iPhone raussuchen, weil ich kein iPhone habe, also habe ich Bluetooth-Kopfhörer genommen, und zwar solche Sportkopfhörer, die ihr jetzt hier im Video seht. Ich könnte jetzt erzählen, was die alles Tolles können und was da gut ist an denen, aber das spare ich mir, denn es gibt eigentlich drei Gründe, warum man die überhaupt nicht kaufen sollte. Erstens mal, ich habe die beim Fahrradfahren angehabt, das sind ja Sportkopfhörer, und wenn man da ein bisschen schneller fährt, bricht sich der Wind an diesen eckigen Teilen im Ohr und man hört quasi gar nichts mehr. Ist ganz unangenehm, man muss die Musik elendlich laut stellen, dass man überhaupt was hört. Also zum Fahrradfahren oder für schnelle Bewegungen sind sie nicht geeignet. Dann gibt es ein anderes Problem, und zwar produzieren die Störgeräusche. Und das passiert, wenn ich zum Beispiel Musik starte, dann höre ich ein leichtes Störgeräusch im Hintergrund und die Musik. Es kann aber auch passieren, dass ich, wenn ich die Musik dann mal auf, also leise stelle und einfach weiterlaufen lasse oder irgendwie rumnavigiere im Handy, dann passiert es auch, höre ich solche Störgeräusche, also solche elektronischen Interferenzen, sage ich mal, höre ich dann im Ohr. Also total unangenehm, und hört man auch, während die Musik spielt. Bei Hörbüchern zum Beispiel ist das ganz unangenehm. Und zu guter Letzt, die Dinger sind extrem basslastig. Das habe ich auch mit allen möglichen Einstellungen nicht weggekriegt. Habe es auch an verschiedenen Geräten getestet, um auszuschließen, dass es an meinem Mobiltelefon liegt. Also ich bin wirklich kein Hi-Fi-Profi und achte da auf irgendwie ausgewogenen Klang, aber das hat schon extrem gestört. Gerade wenn man Stimmen, also ja, Hörbücher oder sowas hört, hat das einen furchtbaren Klang. Also ich kann euch nur davon abraten, dieses Zeug zu kaufen. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, ich spare mir jetzt einfach, was an den Dingen gut ist, weil was hätte das für einen Sinn? Ihr würdet es euch ja eh nicht kaufen, hoffe ich.